Einen schönen guten Morgen. So, wir sind schon in Lofer. Wir fahren jetzt mal mit der Seilbahn oben auf die Alm rauf. Da fährt auch schon die Seilbahn. Direkt an der Seilbahn ist auch ein cooler Parkplatz. Was heißt ein cooler Parkplatz? Auf jeden Fall ist hier ein großer Parkplatz direkt an der Seilbahn. Da vorne ist auch noch ein Parkplatz und so wie es aussieht, sind die kostenlos. Also hier gibt es nirgendwo was, wo man ein Parkticket ziehen kann. Also ich habe es zumindest nicht gefunden. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal einfach runter. Fahren auf die Alm rauf. Das Wetter ist wieder herrlich heute. Und dann nehmen wir euch jetzt mit hin. Viel Spaß! So, wir haben Tickets, da sind sie. Wir haben 38 Euro bezahlt. Zwei Erwachsene zahlen und der Kurze zahlt gar nichts. Also richtig cool und jetzt geht's los, da sind auch schon die Gondeln. Ich helfe dir. Und rein spazieren, ganz schnell. Jetzt sitzen wir schon drin, jetzt ging die Tür zu und dann geht's ab nach oben auf die Alm. Wir fahren insgesamt zweimal. Wir haben Berg- und Talfahrt gebucht und fahren jetzt auf die Bergstation nicht auf 1000 Meter. Also fahren wir jetzt mal auf 1000 Meter hoch und dann steigen wir da oben in die zweite Seilbahn und da geht es dann hoch nach ganz oben. Kühe sind wohl leider keine mehr da. Die sind Samstag wohl zum größten Teil schon runtergetrieben worden. Aber vielleicht sind noch Jungtiere da, sagte sie. Mal gucken, ob wir dann noch eine Kuh erwischen oder auch nicht. Auf jeden Fall, jetzt geht's nach oben. Viel Spaß! Erste Station haben wir geschafft und jetzt geht es direkt weiter mit der zweiten Station. Also fahren wir jetzt noch mal schön mit der Bahn hoch. Ich muss mal gucken, die Sonne ist hinter mir. Guck mal, wie schön ich strahle. Läuft, würde ich sagen, heute. So, also weiter geht's. Nächste Bahn. Papa, eine Muku. Auf geht's. Und eine Muku liegt da noch, genau. Da sind wir oben auf der Almwelt Lofer. Also ich drehe jetzt mal einmal die Kamera um, ist also wirklich grandios hier oben, ist echt schön. Rundherum die Berge. Und natürlich auch sofort für die Kleinen einen Spielplatz. Da gehen wir jetzt erstmal rum und dann gehen wir gleich mal zum, ach, wie heißt der See? Marmorsee. Steht hier Marmorsee, gibt es einen Rundweg, da wandern wir jetzt mal so ein bisschen entlang und dann fahren wir nachher in aller Ruhe wieder runter zur ersten Bergstation. Da gibt es noch ein schönes Restaurant, da wollen wir dann mal ein bisschen einkehren, ein bisschen essen, ein bisschen was trinken, bevor wir dann nachher wieder runterfahren und dann gehen wir noch mal ein bisschen durch Lofer, gucken uns Lofer noch mal an, was es da so gibt und ja, dann gucken wir mal. Viel Spaß! Ist zwar eine Kinderrutsche, aber ich habe irgendwie Bock gerade, ne? Also, ich gehe jetzt auch mal. Boah, ja, die war schnell. Ich mache das gleich nochmal, das war cool. Mama, geh doch mal!
Also es ist wirklich richtig cool hier. Also für die Kids, wenn ihr hier seid in der Ecke, fahrt auf jeden Fall hier hoch. Riesiger Spielplatz, Wasserspielplatz. Da vorne, also ist ein riesiger Wasserspielplatz. Die Kinder können hier, wenn es warm ist, ins Wasser mit den Füßen. Also es ist heute richtig warm. Das Gebirgswasser ist natürlich mega kalt. Aber Pustekuchen, für die Kids ist das egal. Henry ist schon dabei, Steine reinzuschmeißen. Ja, mach auf. Mach auf. Mach auf. Muss aufmachen. Papa, mach einmal Stopp. Und sei verboten. Super. Ist schon chillig, wenn die Kinder spielen, dass man sich hier schön als Eltern auf die Hängematte legen kann. Also ist schon echt gut. Und dann kann man hier schön gucken, was die Kinder machen. Läuft, würde ich sagen. So, wir sind beim See angekommen. Es ist aber nicht der Marmorsee oder wie immer der heißen mag. Es ist der Almsee von Lofer. Ist aber auch ganz schön. Ist ganz klares Wasser. Wirklich. Richtig toll hier. Und Henry schmeißt schon fleißig Steine rein. Ne, Henry? Ist das schön mit den Steinen? Mhm. Ja, jetzt bleiben wir hier oben mal noch ein bisschen. Genießen das schöne Wetter, die Aussicht auf die Berge. Und dann fahren wir nachher in aller Ruhe wieder runter ins Restaurant und essen zum Mittag. So, Henry, was ist das? Kuhenkacker. Kuhenkacker? Ja. Ja, da sind noch die Überbleibsel von der Kühe. Wir haben auch gerade schon eine Kuhglocke gehört. Wir gehen jetzt mal einmal hier um den schönen See rum. In der Hoffnung, dass irgendwo hier noch eine Kuh liegt, dass wir uns noch mal eine Kuh angucken können. Für Henry ist das bestimmt mega toll, mal eine Kuh vom Namen zu sehen. Ja, wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja noch eine. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann suchen wir uns unten im Tal eine. Wir haben Kühe gefunden. Aber da kommen wir nicht mehr hin, die sind zu weit oben. Da gibt es keinen Weg hin. Da, ganz klein. Konnte man bestimmt nicht sehen. Naja, egal. So, wir düsen jetzt wieder nach unten mit der Bahn. Und dann gehen wir nach unten mal in aller Ruhe ins Café. Und da sind wir wieder unten auf dem Übergang zur ersten Almbahn. Und da ist auch das Restaurant. Da gehen wir jetzt mal gucken, ob wir da was zu essen kriegen. Und wenn nicht, dann fahren wir runter und gehen da halt was essen. Schauen wir jetzt mal. Wir waren lecker essen. Also da oben kann man wirklich super essen. Und da ist halt auch dann direkt die, geht die Bahn wieder runter oder halt je nachdem hoch, je nachdem von welcher Richtung ihr kommt. Und ja, eigentlich haben wir noch ein Ticket für nach unten. Aber das Wetter ist so schön und Henry hat Lust und wir haben sowieso Lust. Jetzt gehen wir bis unten zum Tal. Und da unten stehen auch Kühe, frei zugänglich. Da gehen wir jetzt mal hin, dann sehen wir doch noch unsere Kuh auf der Alm. Die haben sich auch gerade schon hingelegt zum Ausruhen. Und jetzt gehen wir mal in aller Ruhe runter. Henry hat auch Lust, willst du runterlaufen? Mhm. Mhm. Also laufen wir runter, ab geht's.
Jetzt haben wir das geschafft, was wir unbedingt wollten. Auf die Alm rauf und Kühe sehen. Da stehen Kühe. Und jetzt sind wir mittendrin. Da liegen die Kühe. Da sind sie. Das ist nicht schön. Das gibt es auch nur in Österreich oder auf irgendwelchen Almen, vielleicht auch noch in Bayern. Aber ist schon echt cool. Die ersten 2 Kilometer haben wir hinter uns. Jetzt haben wir noch 1 Kilometer vor uns, dann sind wir wieder an der Talstation und dann geht es zurück zum Campingplatz. Vorher kriegt Henry noch ein Eis. Der ist nämlich jetzt schon die ganzen 2 Kilometer runtergelaufen. Die Kilometer schafft er jetzt, denke ich mal, auch noch. Und dann ruhen wir uns erstmal aus. Also weiter geht's. Wir haben es geschafft, wir sind unten. Da ist die Seilbahn. Henry hat es bis auf 400 Meter nicht mehr geschafft. Aber gut, dafür ist der Kleine echt super gelaufen. Ne? Ich hab schon viel gelaufen. Du hast schon viel gelaufen, du hast super viel gelaufen. Hast du ganz toll gemacht. So, jetzt erstmal ab ins Auto und dann kriegt der Henry jetzt erstmal sein verdientes Eis. Wir vielleicht auch noch eins, gucken wir mal. Dann geht's zurück zum Campingplatz. Wir sind wieder zurück im Beachy. Wir hoffen, die Eindrücke hier von der Alm in Lofa haben euch gefallen. Wir können es eigentlich echt jedem empfehlen. Es gibt super Wanderwege dort oben. Ganz oben gibt es einen richtig genialen Wasserspielplatz. Im Sommer ist alles voll Kühe. Also von daher ist es echt toll und fahrt auf jeden Fall, wenn ihr hier seid, nach oben. Das Ticket bis ganz oben kostet 19 Euro mit der Seilbahn. Mit der Salzburg-Card kriegt ihr halt diesen Rabatt, dass ihr 19 Euro bezahlt. Ist dann 1 Euro, meine ich, weniger. Als regulär, also von daher nicht die Rede wert. Wenn ihr auf der mittleren Station angekommen seid, geht auf jeden Fall auch essen, wenn ihr Hunger habt. Es war super lecker und es war preislich wirklich mega genial. Folienkartoffel mit einem Salat dabei, 8 Euro. Das Schnitzel kostete 13 Euro. Chicken Nuggets mit Pommes für den kurzen lagen bei 6,90 Euro. Also das kann man nicht meckern, absolut nicht. Und die Portionen waren wirklich riesig groß. Und wenn ihr Bock habt zu wandern, lauft auf jeden Fall da rum. Mit dem kurzen war es halt echt schwierig. Wobei, von der mittleren Bergstation ist er jetzt runtergelaufen. 400 Meter hat er nicht geschafft. Sonst ist er echt super gelaufen. Ja, das war's dann vom heutigen Tage hier in Lofa und von der Lofa Alm. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch auf Instagram folgt unter Let's Go Beachy. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Adios, tschüss.